hier mal. Hier, frische Brennnessel. Riech mal. So riecht's echt gesund. Riecht nach Brennnessel. Zimtbrötchen. Brennnessel und Alkoholzahn. Das ist schön. Nur, dass es nicht im Auge brennt, sondern am Finger. Ich mag's gern. Was? Ich mag's gern. Wenn es brennt, ist es gut. Es ist sehr gesund. Hallo? Ja. Frische Kirsch, riech mal. So riecht's gesund. So, das ist alles ins Brot rein jetzt, okay? Die Hälfte in den Teig, auf den Teig drauf. Und da die andere Hälfte. Brennnessel und Alkohol zusammen, gell? Also richtig satt jetzt da drauf. Immer drauf hier. Und Häme und drauf. Ein gutes Brot. Zum Glück bin ich so unbedarft, mir kannst du alles sagen. Bäcker ist eine schöne Arbeit, du kannst das jeden Tag machen. Das Schöne ist beim hefefrei Backen, du kannst das sofort machen, du hast da keine lange Stange, du wartest nicht. Was auf jeden Fall, dieser Winter am Samstag Nachmittag. Das muss ich mir mal überlegen. Ja, ich mach die. 40 Grad. So kennen wir das. Ich habe ein Plastik überholt. Ja. Ein Holz mit. Ja, das haben wir aber nicht hier, das haben wir gedacht. Da muss ich gleich kommen. Meine Trommel wäre wahrscheinlich auch noch. Alle neuen Töne. Ja, schön, oder? Doch, die sehen gut aus. Lecker. Der stolze Beck. Applaus! Bravo! Dass alle da sind. Es braucht immer eine Weile. Wir wussten ja genau, wie viele heute Abend kommen. Darum haben wir 9 Brote gebackt. Wir haben also mit Brennnesseln und mit Kirsch und mit. Also.
Hohlzahn und mit Dinkel, allerdings noch mit der Maschine, heute, das war Ausnahme. Und jetzt sitzen alle da, weil heute ist Fest, also heute ist ein Feier. Und da freue ich mich, dass ihr jetzt alle da seid. Ich werde jetzt ganz kurz nur durchzählen, dass ich weiß, wie viele da sind. Also. 27 Euro das Brot, 28 die Butter, 29 das Wasser, 30, 31 die Blümchen da auf dem Tisch da. Und dann ich jetzt außer Konkurrenz, ob Erd, guten Appetit und schön, dass ihr alle da seid, der Rest folgt im Laufe des Abends. Ja, einen guten Appetit, das ist Bärlauchwurst, also das ist vegetarische Wurst. Brauchen wir noch ein paar Bänke? Hier ist noch ein. Nein, wir müssen jetzt aus, wir tun jetzt auslagern. Ihr dürft jetzt hocken doch gerade da machen, wir machen jetzt da die Türen auf. Also lasst es euch schmecken dann. Thank you.